Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne einfach ein Bundle zeigen, wo ich gesehen habe, dass es sehr stark reduziert ist. Und zwar dieses X-Later bei Beauty Love und so Bundle. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Julia ist ja X-Later und das ist nicht nur eine YouTuberin und Content-Creatorin, sondern auch ja, eine Geschäftsfrau. Ne? Also die hat ja auch mit New eine eigene Marke gegründet gehabt, die es irgendwie jetzt auf einmal nicht mehr gibt. Keine Ahnung, wo die Produkte hin sind. Und sie hat auch hier mit der Pinkbox zusammen eine Box rausgebracht. Und ich glaube, diese Travel Bag, ja, die ist auch in Kooperation mit der Pinkbox. Und aktuell bekommt ihr dieses Bundle anstatt für 79,90 € für 39,95 €, also 50% reduziert bei Beauty Love. Ne? Habe ich gerade hier. Heute ist der 24. Februar. Noch 10 Monate bis Weihnachten, Leute. Läuft. Ihr könnt die aber auch einzeln bestellen. Dann kostet die Travel Bag irgendwie 34,95 € und die Self Love kostet 29,95 €. Ansonsten würden die 39,95 € unreduziert kosten. Also man bekommt das schon irgendwie krass reduziert gerade und hat sich wohl nicht so gut verkauft. Ich sehe hier auch gerade, dass es noch die 24 Tim Limited Edition gibt. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so heiß drauf, vor allem weil die 54,95 € kosten soll. Das ist krass, aber ich glaube, dass Schicki das Plasti vorgestellt hat. Egal, wir möchten jetzt mal hier in diese beiden Geschichten reinschauen. Ich meine, der Inhalt, der müsste auch online stehen, aber ne, manche wollen ja auch wissen, was ich so darüber meine. Und ja, dann gucken wir doch zuallererst mal in diese Travel Bag rein. Ja. Erstmal hat man ja die Tasche an sich mit vorne und hinten diesem Sichtfenster, was ich eigentlich ganz schön finde. Also die hat auch eine schöne Größe für, wenn man jetzt generell verreist. Ne? Also wenn ich verreise, brauche ich definitiv mehr, es sei denn, ich kriege es mal wieder hin, alles in Minis mitzunehmen. Naja, als erstes habe ich hier Lit From Within von Be Fresh für strahlende Haut Körperserum mit Hyaluronsäure, Niacinamid, Süßholz, Wurzel und Vitamin C. Mindert Pigmentflecken und lässt die Haut sichtbar strahlen. Das finde ich cool. Das ist eine Full Size mit 236 Millilitern. Das ist natürlich so eine amerikanische Marke wahrscheinlich. Ne? Ja, das ist nämlich 8 Unzen normalerweise. Und das finde ich richtig cool. Niacinamide sind ja auch so hautberuhigend. Hyaluron und halt auch, dass die Pigmentflecken abgeschwächt werden. Ne? Hyaluronsäure gibt Feuchtigkeit, Süßholzwurzel, keine Ahnung, raspelt Süßholz oder so. Und Vitamin C ist dann ja auch wieder für Strahlkraft und so. Ich finde das schön. Vegan, tierversuchsfrei, das finde ich wirklich ansprechend. Ich denke eher, dass es dann eher so eine Sommergeschichte ist, weil das dann wahrscheinlich etwas, muss ich mal ausprobieren, ne? Etwas flüssiger ist, aber finde ich toll. Ne? Vor allem, wenn man bedenkt, also das ist halt auch so dieses Denken von mir gewesen, ich habe diese beiden Boxen für 39,95 €, die ja normalerweise jeweils 39,95 € kosten würden und dann hast du aber auch noch einen Mega-Warenwert am Ende, das rechne ich euch ja auch nochmal aus. So, dann habe ich hier als nächstes Fudge, da muss ich direkt an Frühlingsrolita denken. Fudge Professional Hold Factor One Shine Finish Aqua Shine Serum Weightless Smoothing Mirror Shine Finish All Day Frizz Control 50 Milliliter. Das ist wohl für die Haare, wa? Das sagt mir jetzt so nichts. Also die Marke habe ich schon mal irgendwo gesehen. The Ultimate Weightless Smoothing Glossing Finish to Every Style. Smooth through hair to create a virtual umbrella, also wie ein virtueller Regenschirm, of protection with your weather shield technology that delivers all day humidity resistance. Also quasi gegen Humidity and Frizz Control, gegen Menschlichkeit? Hä? Was ist Humidity nochmal? Nee, Humidity ist doch Feuchtigkeit, oder? Ich glaube schon. Bla bla bla. Hyaluronsäure hast du hier auch noch mit dabei. Aha. Na guck mal. Smooth through dry hair to lock in all day incredible shine and softness. Also du musst es einfach in trockenes Haar reinmachen. Aha. Oder du machst es halt in ein Handtuch trockenes Haar. Ist wie so ein Haarserum dann einfach. Interessant. Finde ich wirklich interessant. Kann ich ja mal ausprobieren. Eine Lidschattenpalette von Wet n Wild ist hier auch noch am Start, die aber wirklich so richtig langweilig aussieht. Und irgendwie fliegt da was drin rum. Ja, läuft. Heart and Soul, also Herz und Sonne. Color Icon. Die ist schon hübsch, ne? Also ich denke, dass viele damit was anfangen können, aber ihr seht es an meinem Look. Ich mag es halt gerne bunt. Und das ist aber ein sieht gut aus.
Ja, 10 verschiedene Farben. Die hier unten in der Mitte sieht spannend aus. Auch eine schöne Geschichte, die man mitnehmen kann. Die würde ich jetzt nicht zum Reisen mitnehmen, weil dafür wäre die mir zu... Ich hätte zu sehr Angst, dass die kaputt geht irgendwie, weil die nicht so fest wirkt. Also das ist hier auch sehr gut alles reingepackt. Das werde ich im Leben nie wieder so reinkriegen. Natürlich, das gehört auch zu einer Reise. Ja, Compete, diese Fersenpflaster, sofortige Schmerzlinderung, Medium 5 Stück, ne? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich, da müsst ihr aufpassen, das ist nur bis April haltbar dieses Jahr, ne? Ich mich immer darüber beschwert habe, bis ich sie irgendwann mal gebraucht habe und dann keine mehr da hatte, weil ich alle weggegeben habe. Das ist dann immer so die Sache, ne? Also theoretisch ist das ein gutes Teil. Und wenn du dann im Urlaub eine längere Wanderung machst, bist du froh, wenn du die hast. Dann habe ich hier von Fleeky Brow Lift Kit Mini New. Also ein Augenbrauen-Lift-Produkt. Kann man machen, bin ich jetzt kein Fan von. Also, was soll ich meine 3 Härchen da oben liften? Ehrlich gesagt, ne? Die Mühe kann ich mir ehrlich gesagt sparen. Ja, das ist jetzt so ein super Kit. Ich finde sowas einfach super aufwendig. Das wird weiter wandern. Das werde ich jetzt gar nicht erst ausprobieren, weil ich kenne mich. Wenn ich sage, oh, ich probiere das mal aus, ich werde es eh nicht ausprobieren. Weil für die 3 Haare brauche ich das nicht machen. Ne? Aber es ist cool, dass es mit drin ist, weil es ist ja auch ein Trendprodukt. Ja, Menschen mögen sowas. Dieses Parfum müsste ich halt auch noch da haben von Kappa Blush Woman Eau de Parfum 40ml. Diese Kappa Parfums sind gerne mal in Beautyboxen drin enthalten. Die sind gar nicht mal so teuer, die bekommt ihr auch in der Drogerie. Aber leider halten die auch wirklich nicht lange. Ne? Also das ist echt so ein Parfum, was man sich irgendwo hinstellen kann. Wenn du auf der Arbeit dir ein Parfum hinstellst und das irgendwie für alle zugänglich auf dem Damenklo hinstellst oder so, da kann ich mir das vorstellen. Aber ja, also das ist jetzt für mich kein Oh-mein-Gott-Duft tatsächlich. Dann haben wir hier noch ein festes Shampoo drin, was für die Reise an und für sich klug gedacht ist. Andererseits frage ich mich immer bei festem Shampoo auf Reisen, also da halte ich das eigentlich sogar, also klar, es ist... Ganze Sätze reden, wow. Es ist eigentlich ganz handgepäckschonend oder gepäckschonend in dem Sinne, weil du hast hier quasi eine ganze Shampooflasche drin, ne? Oder 2 sogar. Aber da muss ich ja immer das da trocknen lassen und ich finde es zu umständlich zum Reisen, bin ich ehrlich. Dann nehme ich mir lieber eine kleine Probegröße von einem Shampoo mit. Das hier ist Nature Box colorfestes Shampoo und das kennen wir ja, ne? Haben wir öfters schon auch in Adventskalendern und so gesehen. Riecht sehr, sehr angenehm. Meine Haare vertragen leider kein festes Shampoo, weil davon alles einfach zu strohig und zu trocken wird. Und das muss nicht sein, Leute. Das wollen wir alle nicht. Dann habe ich hier was von Shelbens drin enthalten. Hydro Skin Booster Feuchtigkeitsserum polstert von innen auf und festigt die Haut mit Hyaluronsäure. 25ml, das finde ich gut. Ne? Also ich finde, Feuchtigkeit kannst du nie genug von haben. Ich finde es sehr interessant, dass Shelbens jetzt ja auch solche Pflegeprodukte rausgebracht hat. Also Pflege, klar, wir kennen ja die Masken und so. Aber für mich war es zum Beispiel neu, dass die letztes Jahr ja auch mit diesen Pflegeprodukten um die Ecke gekommen sind. Das finde ich ganz cool. Dann habe ich hier noch das SPF 30 Face Anti-Photo-Aging-Zellschutz-Sonnenschutz-Gel. Per se super, ist irgendwie nicht komedogen, also quasi nicht pickelverursachend. Mein Gesicht braucht einfach mehr, dann nehme ich gerne den von Dalton, den Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 50+. Das ist mir einfach zu wenig. Ne? Oder ich nehme koreanischen, der hat auch nochmal höheren Sonnenschutz. Das hier verwende ich, wenn dann im Winter zum Beispiel, also im Sommer 50+, wirklich. Ansonsten habe ich zu sehr sonnengeschädigte Haut, das ist einfach so und da möchte ich einfach nicht. Da, nee. Und ja, das hier dann, wie gesagt, im Winter oder halt auf dem Körper, aber dafür ist es, glaube ich, zu teuer. Ne? Jo, dann habe ich hier noch ein Lippenprodukt drin enthalten und zwar von Comodines Gloss Touch Smooth and Flavor. Das finde ich schön. Raspberry, das müsste dann Himbeere sein, ne? Das ist schön. Das ist so ein Lippenöl, denke ich mal. Und Lippenöle sind ja auch sehr angesagt und deswegen finde ich das auch gut in der Box aufgehoben. Ja, und zu guter Letzt wäre hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. X-Later Travel Bag Edition. Komm. Das geben wir uns jetzt nach der Box einfach mal, was sie sich dabei gedacht hat, oder? Schön ist übrigens, hier stehen die Preise mit bei. Hey Beauty Lover, wer mich kennt, der weiß, ich reise unglaublich gerne. Aus diesem Grund musste ich einfach eine eigene Travel Bag rausbringen. Sie ist gefüllt mit super coolen Produkten, die absolute Must-Haves auf jeder Reise sind. Außerdem kommen die Produkte passend in einer wunderschönen Kosmetiktasche bei dir an, die du dir direkt für deinen nächsten Trip schnappen kannst.
Yay! Reisen bedeutet nicht nur den Ort zu wechseln, man entdeckt vor allem seinen eigenen Mut, neue Dinge auszuprobieren, auf fremde Menschen zuzugehen und seine eigenen Grenzen dabei zu überwinden. When in doubt, travel. Als perfekte Urlaubsvorbereitung kannst du deine Augenbraue in Shape bringen mit dem Mini Brow Lift Kit. Die Suncream bietet dir den optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und die Blasenpflaster unterstützen dich bei jeder Sightseeing-Tour. Damit dein Haar auch nach langen Urlaubstagen glänzt und strahlt, habe ich dir das praktische feste Shampoo und das Shine Serum in die Bag gepackt. Mit dem süßen Lipgloss und der sommerlichen Lidschattenpalette ist dir außerdem der unvergessliche Auftritt auf der nächsten Beachparty sicher. Dem nächsten Abenteuer steht also nichts mehr im Wege. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Testen der Produkte. Lass mich gerne wissen, wie du diese Edition findest und was Reisen eigentlich für dich bedeutet. Ich freue mich über jede Nachricht. Tatsächlich bedeutet für mich persönlich Reisen arbeiten, weil ich reise sonst ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja so ein richtiger Heimscheißer und verbringe mein Leben am liebsten wirklich zu Hause. Und immer, wenn ich reise, mache ich das halt als Geschäftsreise. Alles andere, ne, mache ich ja zu Hause. Und deswegen ist für mich Reisen mit Arbeiten verbunden. Das war sonst, also bevor ich YouTube Vollzeit gemacht habe, halt auch so, ne? Wenn dann irgendwelche Messen waren, bin ich dann ja auch gereist. Oder wenn ich eine Einarbeitung bei dem Headquarter in einem anderen Land hatte, bin ich auch dahin gereist. Aber ich bin nie aus freien Stücken in irgendwo hingereist, um da Urlaub zu machen. Das ist einfach nicht so ganz meine Welt. Aber das ist jedem ja selbst überlassen, ne? Genau, also hier sieht man dann auch, wie sie gereist ist. Meine liebsten Reiseziele hat sie hier verlinkt. Ja, das ist doch schön. Und das wäre jetzt die Limited Edition gewesen. In dem Setpreis hätten wir 20 Euro für die Box bezahlt, was vollkommen in Ordnung ist. Ich denke, dass wir hier einen deutlich höheren Warenwert drin haben und dementsprechend lohnt sich das. Ne? Also das nur mal so weit gesagt. Auch diese Tasche hätte ja theoretisch einen Wert. Die wird eine Freundin von mir bekommen, die liebe Ines. Die braucht sowas nämlich immer für ihre Kindergartenkinder. Und dann lege ich ihr die immer zur Seite. So, kommen wir jetzt zur Self-Love Limited Edition X Later X Pink Box. Die kommt mir bekannt vor, als hätte ich die schon mal gehabt. Also, die Self-Love Edition. Oder ist es? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir hier eine wirklich schwere Box, die richtig gut gefüllt ist. Oder es ist das Krüppelpapier, man weiß es nicht. Hier liegt das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, oben auf. Und das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Das hatte ich doch schon. Habe ich mir die schon mal gekauft? Nee. Warte. Das ist nicht ernsthaft hier drin. Ist hier ernsthaft Lancôme Idol Lintons drin? Das wäre krass. Das wäre krass. Das steht hier drin. Das wäre krass. Das habe ich nicht gesehen. Da würde ich mich hart freuen. Da würde ich mich... Ja gut, wir haben auch Zahnputztabs. Egal. Erstmal gucken, was sie sich beim Boxenpacken gedacht hat, ja? Hey, Beauty Lover. Ich kann es selbst kaum glauben, aber du hältst gerade meine erste eigene Beauty Box in den Händen, die ich sehr feiere. Okay, dann kam erst die raus und dann die Travel Bag. Sie steht im Namen der Selbstliebe, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Mit dieser schönen Box kannst du dir selbst eine Freude bereiten und etwas Gutes tun. Die Produktzusammenstellung ist dafür optimal, mit den wirklich coolsten Marken. Sei stolz auf dich, stärke dir selbst den Rücken und versteck dich nicht. Liebe und akzeptiere dich so, wie du bist. Mit meiner Self-Love-Box kannst du dir täglich bewusst machen, dass du auf deine eigene Art und Weise vollkommen bist. But first, love yourself. Nutze die pflegende Gesichtscreme für deine Selfcare und gönn dir mit dem fancy Badesalz Zeit für dich selbst bei einem entspannenden Bad. Entdecke dich neu mit den metallischen Eyeshadows und unterstreiche deine eigene Schönheit mit dem Lipstick und Blush. Shine bright like a diamond mit der Peel-Off-Maske und lass deine Haare glänzen mit der Pflegebürste. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Testen der Produkte. Lass mich gerne wissen, wie du meine Box findest. Ich freue mich über jede Nachricht. Deine X-Later. Also, da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß gar nicht, von wann die Box ist. Keine Ahnung. Gab es im Online-Shop, habe ich bestellt. Ich will jetzt zuallererst wissen, ob ich... Nein, schade. Ob ich hier eine Full-Size von dem Idol drin habe. Nee. 5 Milliliter. Schade. Oh, ich hätte mich so gefreut. Idol Lintons von Lancôme. Das ist eine Miniatur davon. Das wird sogar weiter wandern. Tatsächlich, weil ich diese Duftminiaturen immer übers Jahr gesehen sammle und dann am Ende des Jahres eine große Verlosung mache, wo die ganzen Parfümminiaturen, die ich gesammelt habe, verlost werden. Die ganzen Monolidschatten und so, ne? Ach, das ist jetzt schade. Ich habe es gerade gesehen und mir gedacht, oh, wie cool. Nein. Oh, naja. Weil ich mag halt nicht diese Sammelflakons. Die kann man halt so schlecht pumpen, ne?
Jetzt zieht die Frau erstmal eine derbe Schnute. Oh Mann, das wäre so geil gewesen, oder? Egal, ich freue mich trotzdem darüber. Es hat ja auch seinen Wert und ist ja auch eine richtig krasse Geschichte, sowas halt in so einer Box drin ist. So, dann haben wir hier einen Lippi drin enthalten, den müsste ich aber wirklich schon haben oder gehabt haben. Roller Coaster Glossified Lipstick. Das ist diese Got2B-Geschichte gewesen, ne? Die gibt's ja nicht mehr. Also, die sind ja auf einmal verschwunden aus den Drogerien. Die waren plötzlich da und dann waren sie plötzlich wieder weg. Hier sieht man halt auch keine Farbe. Ich guck mal, ob das hier im Heftchen abgebildet ist. Uiuiuiuiuiui. Ja, das ist krass. Gloss Up Your Style. Das ist krass, ne? Also das ist halt auch so ein Pink. Passend zu Pink Box, definitiv. Aber puh, nee. Nee. Dann habe ich hier eine Bürste drin, wo sich das Krüppelpapier etwas drin verfangen hat. Das kann man immer gut gebrauchen, muss ich wirklich sagen. Ne? Ein Parser natürliche Pflege für alle Haartypen geeignet. Also so eine Haarbürste ist nie weg, kann man immer gut gebrauchen. Also aufbrauchen ist bei mir bei Bürsten jetzt nicht unbedingt gegeben, aber es ist schon so, dass ich dann so einmal im Jahr mir dann eine neue Bürste nehme. Ne? Also habe ich immer mal wieder in der Box sowas drin und dann wechsle ich einfach mal durch. Also wirklich gut möglich, dass ich dann jetzt einfach zu dieser hier mal umschwenke und dafür dann die Bürste, die ich jetzt aktuell noch in Anwendung habe, entsorge, weil irgendwann sind die ja auch nicht mehr ganz so schön. Dann habe ich jetzt hier einen Monolidschatten, auch für den Monolidschatten Adventskalender. Make-up Factory ist eine sehr pricey Marke eigentlich. Metal Shine Eyeshadow 21 Burnt Bronze, also verbranntes Bronze. So ein schöner Schimmerton, dunkler Schimmerton. Ja, den sammle ich halt, ne? Den lege ich zur Seite. Hier haben wir auch so ein Schelmenserum drin, also okay. Hä? Gut, scheint sie scheinbar zu mögen, sofern sie wirklich diese Box mitgestaltet hat, weiß man ja nie so genau. Lifting Skin Booster, straffendes Serum, mildert Mimikfältchen und wirkt vitalisierend mit Tsubaki-Extrakt. Ne? Das ist einmal dieses hier. Ja, hat man dann auf jeden Fall, wenn man beide Boxen jetzt im Bundle sich gekauft hat, einmal die Hydro-Variante und einmal die Lifting-Variante, dann kann man da auf jeden Fall mal testen, warum eigentlich nicht. Zahnputzgedönsen, beschwere ich mich nicht drüber. Das sind so Zahnputztabletten. Die nimmst du in den Mund, kaust die und kannst dir dann die Zähne putzen. Aber nicht runterschlucken halt, ne? 125 Tabs sind hier drin. Natural Super Clean Zahnputztabs von Happy Brush. Das sind diese hier. Habe ich schon mal ausprobiert, war nicht ganz so meine Welt. Also ich mag dieses Mehlige am Anfang halt nicht so gerne. Mit Fluorid sind die. Aber das ist halt super praktisch, theoretisch, dass wenn du irgendwo unterwegs bist oder so, dass du die mitnimmst. Dann hast du halt keine Tube oder nichts Flüssiges, sondern du hast halt diese trockenen Tabs. Ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Und schön, dass sowas in der Box ist, einfach weil man es dann ausprobieren kann. Dann habe ich hier noch einen Highlighter, Holographic Rose Highlighter von Alverde. Ja, das ist ein holographischer, der ist so rosé schimmernd. Das hatte ich nämlich schon mal, ist nicht ganz so meine Welt. Der läuft auch schon im Juni diesen Jahres ab, da muss man ein bisschen zackig sein und den aufbrauchen. Ne? Ja, aber ist hier mit drin, ist ganz nice, kann man sich auf jeden Fall anschauen und kann man dann auch zusammen mit dem Lidschatten zum Beispiel für einen schönen Augenlook verwenden, wenn man mag. Hier haben wir auch noch passend zu Self-Love natürlich, ne? Noch etwas für die Badewanne. Nicht jeder hat eine Badewanne, aber ja, es riecht unglaublich gut. Wirklich unglaublich gut. Treats, Butterfly Kiss, Bath Crumble, bunter Badeschaum in leuchtenden Farben. Das macht natürlich richtig Spaß. Ne? Also wenn du eine Badewanne hast, kannst du das gönnen. Aber richtig. Und hier hinten steht drauf, nicht trinken. Finde ich auch sehr charmant. Definitiv eine coole Sache. Wir überlegen noch. Ne? Wir haben hier oben in diesem Stockwerk ja auch noch ein Badezimmer zu renovieren. Ob wir hier oben einfach dann eine Badewanne halt einbauen, dass man hier eine Badewanne hat. Wissen wir noch nicht so genau. Weil es war vorher ja auch schon eine drin, ne? Da macht es eigentlich Sinn. Naja, wir müssen mal gucken. Und das ist auf jeden Fall ein bunter Badeschaum. Ja, für Leute mit Badewanne ist es ein cooles Produkt. Dann von Catrice ein Blush Go Win Cheer Blush Box Water and Sweat Proof. Welche Farbe haben wir? 020 Glistening Pink. Das ist eine schöne Farbe, eine sehr subtile, etwas hellere Blushfarbe. Ich mag es mittlerweile etwas gerne kräftiger mit dem Blush, aber den müsste ich auch schon mal gehabt haben.
Ist nur solide Farbe. Vor allem hast du hier dann ja echt viel dekorative Kosmetik schon drin. Ne? Du hast einen Lidschatten, du hast ein Parfum mit dabei, du hast einen Highlighter, du hast einen Blush. Finde ich persönlich wirklich cool. Und ein Lippi. Ne? Also von der Fülle der Produkte her ist es echt schön gemacht von ihr, muss ich sagen. Ja, und hier haben wir diese Selfie Project Peel-Off Maske Shine Like a Diamond. Das hatte sie ja auch in der Dingensgeschichte angeteasert. Spendet Feuchtigkeit, glättet die Haut, Selfie-Look. Ist gar nicht meine Welt. Hyaluronsäure und Marinalge mag ich einfach. Ich mag keine Peel-Off-Masken. Ich habe eine sehr sensible Haut und ich habe anfangs, als ich hier YouTube auch angefangen habe, ne, immer mal wieder auch probiert, so Peel-Off-Masken zu machen. Ich habe immer wieder gemerkt, dass es mir zum einen richtig weh tut und zum anderen, dass ich da einfach nichts Positives von in meinem Gesicht sehe. Da ist es viel angenehmer, wenn ich dann ein chemisches Peeling oder ein Enzym-Peeling mache. Das gibt meiner Haut viel, viel mehr als halt eine Peel-Off-Maske. Und hier haben wir dann ein Produkt, was dann auch sehr hochpreisig sein wird, denke ich mal. Ne? Weil Hello Body ist ja auch eine Firma, die lässt es krachen preislich. Cocos Day, eine Face Cream mit 50 Gramm. Das ist eine Gesichtscreme und ich glaube, die Cocos-Reihe ist ja auch die feuchtigkeitsspendende Reihe. Das ist auch sehr charmant. Also, wenn ich jetzt die beiden Boxen miteinander vergleiche, ich habe dann ja im Prinzip für beide 20 Euro bezahlt, finde ich persönlich die Travel Bag besser. Ja, aber trotzdem, also ich mag beide. Ne? Also ich finde, dass beide sich halt auch wirklich lohnen, preislich gesehen sowieso. Und also wenn man sich jetzt dieses Bundle holt für 39,95, schaut in der Infobox vorbei. Das lohnt sich schon. Das ist schon eine lohnenswerte Geschichte. Vor allem, selbst wenn du es nicht für dich selber alles holst, du kannst daraus Sachen weiter verschenken. Oder du holst halt dieses Bundle, um es halt generell weiter zu verschenken. Da macht man schon Leute mit glücklich. Ne? Also ein Teenager-Mädchen wird sich da safe drüber freuen, sowas dann einfach mal geschenkt zu bekommen. Vielleicht ne? von der Tante, von der Mutter oder von der Omi. Ne? Kann ich mir einfach gut vorstellen. Also wenn ich sowas damals von meiner Oma gekriegt hätte, hätte ich also Party on, das sage ich euch. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier gewesen. Da habe ich euch jetzt einfach mal das Bundle gezeigt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich interessant, dass es so lange verfügbar ist. Also, dass es halt noch nicht ausverkauft ist, denn normalerweise sind diese ganzen Limited Editions, gerade Influencer-Kooperationen mit Boxen, doch so schnell ausverkauft gewesen. Mich wundert das, aber liegt wahrscheinlich auch ein Stück weit an der aktuellen wirtschaftlichen Situation, oder? Naja, ihr Lieben, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare und wenn es euch hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!